Korruption ist überall, auch in Großbritannien. Aber hier kann sich so leicht niemand mehr herausreden. Der Bribery Act zwingt Firmen, ihre Angestellten genau zu überwachen. Egal, ob es um Korruption im Inland oder im Ausland geht. Die Firmen müssen sehr viel mehr überprüfen. Sie müssen zeigen, dass sie jeden Verdacht ernst nehmen. Wenn also die Regulierungsbehörde oder das Betrugsdezernat nachfragen, dann müssen sie nachweisen, dass sie regelmäßig kontrollieren und dass sie jeden Verdacht genau untersuchen und aus dem Weg räumen. David Alexander ist Spezialist für Korruption bei einem großen Londoner Wirtschaftsprüfer. Als erstes wird der Computer beschlagnahmt, wenn eine Firma den Verdacht hat, dass ein Angestellter sich hat bestechen lassen oder auch selbst bestochen hat. Seit das neue Gesetz in Kraft getreten ist, hat David Alexander deutlich mehr zu tun. Viele Firmen schauen genauer hin. Und es sei jetzt klarer, was erlaubt ist und was verboten. Man versucht, seine Waren durch den Zoll zu bekommen und zahlt einen kleinen Betrag, damit es schneller geht. Der UK Bribery Act erlaubt das nicht mehr. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man versucht hat, Grauzonen aus dem Weg zu räumen. Transparency International hat dabei geholfen, Klarheit zu schaffen und hat am Gesetzentwurf mitgearbeitet. Großbritannien hatte vorher bei der Korruptionsbekämpfung zurückgelegen. Im Jahr 2007 wurde bei uns kein einziger Fall vor Gericht gebracht. In den USA waren es mehr als 100, in Deutschland 50. Jetzt holen wir auf und ich hoffe, dass mit dem neuen Gesetz die Strafverfolgung zunimmt und mehr Fälle vor Gericht gebracht werden. Wie aber können sich Firmen genau davor schützen, dass einer ihrer Angestellten sich korrumpierbar macht? Besonders für große Firmen mit viel Personal ist das schwierig. Halcrow beschäftigt in Großbritannien rund 4.500 Mitarbeiter, hauptsächlich Ingenieure, und betreut Bauprojekte in der ganzen Welt. Im Bausektor ist Bestechung gang und gäbe. Halcrow schult deshalb seine Mitarbeiter regelmäßig, mindestens einmal im Jahr. Recognizing an approach. Es geht darum, dass unsere Leute schon den kleinsten Versuch einer Bestechung erkennen, auch wenn sie noch so unschuldig daherkommt. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter nicht in irgendetwas hineingezogen werden und sei es, dass es unabsichtlich passiert. Geschenke dürfen die Mitarbeiter von Halcrow nicht annehmen und auch nicht verteilen. Vor allem mit Kunden der Regierung. Ihnen bieten wir nicht mal mehr Tee, Kaffee oder Wasser bei einem Meeting an, weil wir wissen, dass die Regeln es Ihnen verbieten, überhaupt etwas anzunehmen. Halcrow geht auf Nummer sicher. Und die britischen Behörden setzen auf die abschreckende Wirkung des Gesetzes. Das Problem aber ist bisher die Umsetzung. Denn das Budget des Betrugsdezernats wurde gleichzeitig erheblich gekürzt. Bislang kam noch kein einziger großer Fall vor Gericht.